Überzeugend. Christoph Brandner dann neben mir. Christoph, wie war denn das Spiel aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, wir haben ganz gut gespielt heute. Ein paar Sachen können wir sicher noch verbessern. Powerplay war heute nicht so, da müssen wir noch ein bisschen feilen dran, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war der Sieg verdient. Du bist der Co-Trainer vom Nationalteam und vom KAC. Wie gefällt es dir im Nationalteam und wie gefällt es dir in Klagenfurt? Gut, Klagenfurt war sowieso ist mein Lebensmittelpunkt und da gefällt es mir sowieso ganz gut. Auch so mit dem Eishockey habe ich immer gern gespielt da. Und ja, also die Assistenztrainerarbeit, die macht mir sehr viel Spaß, ist ein bisschen neuer für mich. Bis jetzt habe ich es nur im Nationalteam gemacht und das war dann halt immer wochenweise oder halt über eine gewisse Zeitphase. Jetzt bin ich es über eine ganze Saison, ist sehr arbeitsintensiv und wie gesagt, macht mir in dem Team auch einen großen Spaß. Wie bist du zum Eishockey gekommen und wann hast du angefangen? Boah, ja, das war in Kapfenberg, das hat bei mir alles gestartet, da bin ich ja geboren. Und mit 5 habe ich angefangen, weil Werner Kehrt damals, sein Vater war unser Nachbar und hat gesagt, sollen wir vorbeikommen zum Spielen und habe am Anfang eigentlich überhaupt keine Lust gehabt. Und es hat mir nicht so taugt, weil das Eislaufen relativ zach war für mich, wie man so schön sagt. Und hat dann eine Zeit gedauert und dann war aber in Ordnung und seitdem hat es mich dann nicht mehr loslassen. Was war dein größter Moment als Spieler? Boah, da gibt es mehrere. So einen großen Moment würde ich jetzt nicht haben. Die Meisterschaft hier, die wir gewonnen haben, dann die in Deutschland war super. Dann mein erstes NHL-Spiel bzw. Tor. Also da waren ein paar Highlights für mich in meiner Eishockey-Karriere. Und jetzt hoffentlich kommen als Trainer noch ein paar dazu. Gut, dann sage ich danke und alles Gute für die Zukunft. Danke auch. So, now I have Julian Talbot next to me. So, some words concerning the game. What's that? Sorry. Some words concerning the game, about the game. I thought we played a strong game. For the first two periods, we were all over them, I thought, and we were getting a lot of scoring chances. And in the third, we kind of let up a little bit, but we ended up battling till the end and winning it. At what age did you start playing hockey, and why do you choose hockey as your favorite sport? I started skating around, I think, when I was around 4 years old. I had 3 older brothers, so they all played, and obviously being the youngest, I wanted to do what they did, so I was just naturally born into hockey. What are your hobbies besides playing hockey? I like going golfing and listening to music, the usual stuff. So what would be your profession if you weren't a hockey player? it's tough to say. Probably a professional golfer. How do you like it in Klagenfurt? Oh, it's great. All the boys are great and great atmosphere here with all the fans, and it's been awesome so far. So, and the last one, everyone has a task in your team. What's your task? I think I'm a two-way forward, so it's play more of a defensive role, and that's what I've been doing the last couple of years, and take pride in it. So good, and thank you, and good luck for the future. Thank you. Okay.